Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Einer noch. Hier sind so viele Namen, die nehmen das ganz schöne Bild weg. Ich kann ja mal ein paar deiner Statuen hier irgendwie platzieren, die du so schön gebaut hast. Was? Die ist schlecht? Wir wollen keine schlechten Skulpturen platzieren. Die ist auch schlecht. Schlechte Skulpturen werden wieder deinstalliert. Die ist normal. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf, oder was? Die ist auch schlecht. Schlecht wird verkauft. So geht das nicht. So, Julius hat geschrieben, warum ist denn das Lager voll? Welches Lager ist denn voll, bitte? Meintest du wegen den Bauteilen oder was? Ich meine, das mit den Bauteilen ändert sich ja sehr schnell. So, jetzt wird es interessant, wenn wir diese Fuhre hier rüberschießen. Ein Pferd wurde zahm. Der Trauertim. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo noch ein Lager voll sein soll. Weiß jetzt nicht. Den hier will auch keiner raustragen. Können wir das raustragen? Nein. Wahrscheinlich muss ich so machen. Damit es einer rausträgt. Ja, siehst du, guck da, direkt weggemacht. Der Bot direkt zur Stelle. Jetzt müssen wir dann wahrscheinlich das auch so machen, oder? Sonst wird das ja nicht gebaut. Ich weiß nicht. Aber ist auch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass es hier mal vorangeht. Naja, ist auch relativ dunkel hier, aber die Wände sind noch nicht gedingst, sonst werde ich hier auch mal Beleuchtung hinmachen.
Nein, den können wir nachher wegreißen. Ob wir die Tische auch so einteilen sollen, wie hier? Für die Bots dann? Oder ob wir da keine Einteilung machen müssen, weil die sind nicht so wie hier, dass sie dann nachher hier eine Blaupause haben, sondern die nehmen Ressourcen, machen auf jeden Fall was zu Ende. Können dann ja aufteilen, dass die eine Hälfte, weil hier waren ja, konnten ja zwei Sachen hin. Ne? Die eine machen Ethanol, die anderen machen das. Das war aber ein großer EMP. Ich dachte, oh, mach du so einen kleinen Radius. Der haut mir einfach alle Dirts weg. Das Ding hat aber einen riesen Radius gehabt. Geht aber wieder. Ambrosia. Ambrosia. Also im Endeffekt wird's mehr, weil wenn dann hier keiner arbeitet, dann wird der auf jeden Fall mehr. Aber wenn der dann läuft, dann wird es natürlich weniger. Während hier die permanent eigentlich leer werden. Wobei jetzt gerade wird er befüllt. Ich glaube, ab einer bestimmten Menge droppt er einfach hier rauf. Wieso haben die hier Schaden genommen? Synthermit ist also auch ein Stoff. Für sehr langhaltbare Kleidung, aber ich glaube, ich nehme lieber die Verbundwerkstoffe. Das müsste ja dann noch bei Rimfeller sein. Oder man kann daraus noch irgendwo was anderes machen. Wahrscheinlich Synthylen mit Synthamid irgendwie zusammen. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Stimmt hier gerade nicht. So, mal kurz minimieren, es tut mir leid, jetzt wieder normal. Ja, Neutramin haben wir extra zwei Teile. Aber die sind total langsam. Das liegt aber anscheinend hier an der Befüllung. Das heißt, obwohl die Raffinerie auf Max läuft, wird der Puffer voll langsam befüllt. Aber ich glaube, das ändert sich, sobald die halt hier durch sind, die beiden. Wenn wir doch nur hier einen Bot abstellen könnten. Aber die Droiden können wir nicht einstellen, oder?
Bei dem Gefängnis konnten wir das ja machen. Müsste ich nur mal noch mal wissen, welcher der jetzt der Gefängnismod ist. Hier die Steinbruch mit drin haben. Also den Quarry. Der Quarry ist hier gar nicht... Ach, warte, hier unten. Man konnte scrollen. Wer ist denn Wintermute? Das ist der Steinbruch. Naja, ist ja nicht so wichtig. Aber irgendwie bauen die nicht. Na, wobei, wahrscheinlich liegt's hier dran, ne? Also das zählt ja auch zu bauen. Aber der ist fast fertig. Jetzt war schon bei 95%. 96. So, der müsste bestimmt auch schon längst fertig sein. Die Frage ist eher, ob der drüben, die mit den Steinen, ob die schon fertig sind. Wobei, wir haben da so viele Transportbots. Eigentlich müssten die schon fertig sein. Ein Topf. Für einen Fertigungsroboter Stufe 5. Ich meine, das können wir dann, wenn der für einen Fertigungsroboter ist, dann ist der wahrscheinlich für Gott. Müssen wir dem auch einen geben, ne? Also, so ja nicht. Ausdruck der Stärke. Ah, sehr gut. Das heißt, der ist durch. Der ist durch. Und wie sieht's aus? Es geht immer noch runter, aber sehr, sehr langsam. Also Lizzie macht im Prinzip gerade meine Arbeit. Was sie gerade macht hier, das ist meine Arbeit. Eigentlich müsste sie noch einen Rundgang machen, also mal durch die Anlage gehen und sowas. Aber ich arbeite nicht in der Raffinerie, ne? Also das ist nicht... Aber im Prinzip ist das, was sie hier gerade tut, das hier, meine Arbeit. Cluster-Kolumen, was auch immer das ist. Gehen wir mal durch, ob wir hier irgendwas Neues haben, was wir noch nicht gesehen haben. Frage ist, kann man da durchschießen? Nein, Bulletproof Window. Und da ist sogar ein Stromkabel mit drin. Interessant. Da muss man nicht extra nochmal ein Stromkabel legen.
Ah, die Beeren sind ready. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Blaubeeren hierfür genutzt werden. Nein, er holt sich lieber Stein. Es geht doch um die Beeren. Um die Beeren. Hier liegen auf jeden Fall schon genug Beeren. Jetzt wollen wir mal einen anderen Busch probieren. Probieren wir mal Erdbeeren. Erdbeeren sind ja keine Modbeeren, so wie die Blaubeeren. Vielleicht hat das damit irgendwas zu tun. Und was ist zur Hölle hier los? Warum ist hier ein Dach? Direkt mal wegreißen. Und was zur Hölle ist das? Ein Mechanodruiden-Ei, weil Mechanodruiden auch Eier legen. Kopieren. Einfügen. Sehr schön. Ein königlicher Treiber oder was auch immer. So, wir müssen noch irgendwo ein Quarry hinmachen. Der ist gar nicht mittig. Ist nicht schlimm. Ich komme jetzt eh schnell alle runtergerannt, um hier die Mauer wegzureißen. Das ist der Schmied.
So, wir machen das jetzt so. Wir brauchen zwei Handwerker, die die Steine klein machen. So, das ist Batu Teuser. Und Braun. So, dann gibt es welche, die machen Kunst. So, jetzt hätten wir zwei Leute, die im Steinbruch arbeiten. Der kann eigentlich gar nichts von beiden. Der ist eigentlich sinnlos, hier der hier. Aber Gefangener ist Gefangener. Die müssen arbeiten. Die blaue Gazelle bleibt bei Kunst. Was mit Bobby? Bobby bleibt auch bei Kunst. Und Allah bleibt auch bei Kunst. Ambas macht irgendwie beides. Er kann von mir aus beides machen. Wie lange die doch hier brauchen? Aber Hauptsache, die fangen hier schon direkt an zu dingsen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal hier so viele von den Türen brauchen. Im Prinzip müssten wir es eigentlich schon machen, ja. Ja, dieser Übergang von dem geglätteten Boden auf den nicht geglätteten Boden, das sieht so... Ja, wie soll ich sagen... So aus, als hätte man Beton gelegt. Boah, meine Augen fallen mir zu, ey. Bin ich so müde, krass. Eben war ich noch fit. Kurz nach der Frühschicht bin ich immer ziemlich müde, aber ich dachte so, oh, heute bin ich eigentlich relativ fit. Doch, jetzt ist anscheinend meine Down-Phase gekommen. Ach ja, wir waren ja hier am gucken, wo wir noch was haben. Beziehungsweise wir haben hier noch Tierprothesen, aber hier habe ich jetzt keinen Platz mehr bei den Prothesen.
Eine Tesla-Kanone. Kannst du auf jeden Fall richtige Kampftiere machen. Ja und? Ich will nie wieder von Sugar hören. Alter, sind hier viele Quests. Ach so, das ist das Chief. Bei verfügbar ist nur einer. Und den kann ich nicht mal machen, weil ich keine Gräfin oder Graf bin. Also manchmal ist unsere Stahlproduktion doch relativ flink. Wenn ich mir manchmal denke, wieso ist sie so lahm? Stein ist gut, hat kein Stein. Shit, wir haben keine Bauteile mitgeschickt. Ein Frostbound-Würm. Jedis lieben diese Milch. Wir können ja mal einen kaufen und ballern wir den rüber. Ich weiß nicht, ob wie cool das die will. Vielleicht will er ja Farm für mehr Milchproduktion. Das ist natürlich praktisch, wenn wir mehrere, also einen Mann und Frau hätten. Na ja, hier, du kannst die Müllskulpturen verkaufen. Und ein bisschen Gold. Wobei ich glaube, wir behalten lieber dann ein bisschen Gold. Machen wir so. Man kann sie dann immer noch schlachten.
Wer macht jetzt nochmal Kunst? Alla, Ambas, Blaue Gazelle und Bobby. Warum wird denn hier nicht weitergemacht? Verstehe ich nicht. Warum wird denn hier nicht weitergemacht? Was machen denn hier die Bots eigentlich? Was macht der da? Was tut der? Er stellt Bauteile her. Ach so, indem er den Stahl von hier oben klaut. Wie heißt denn nun mal den hier löscht? Außerdem, es donnert doch, warum regnet es nicht? Es geht so nicht. Der Regen ist doch hier die Erlösung. Der erlösende Regen. So nennt man ihn auch. Regen der Erlösung. Boah, ich bin müde. Noch ein Blood Shrimp. Viele Bauteile. Wir kaufen mal den Stahl. Das heißt, ich brauche schon wieder Stahl. Das Batterieerweiterungsmodul tun wir mal weg. Oh, wobei, wir können jetzt hier alles wegtun eigentlich. Was auch immer das ist. Zum Gehen und Stehen. Wir behalten Lunge, Herz. Ja, von mir aus kann auch die Leber behalten. Dafür muss ich jetzt aber mehr kaufen. Ich müsste eigentlich auch Skulpturen verkaufen. Okay, der hat auf definitiv nicht genug Geld. Dann fangen wir an damit, indem wir Skulpturen verkaufen. Kommen 7 geschenkt. Ich brauche unbedingt mehr Händler bei mir. Aber irgendwie sind die gefühlt immer woanders. So, jetzt wird's interessant. Wie die da durchknallen. Das hat ja perfekt funktioniert. Das hat doch super geklappt. Hat sich sehr gut angepasst.
Aha, ein Universalbot ist ready. Zum Bohren, ja, das geht ja hier ein bisschen schleppend voran, ne? Na los, demontiert den Bot. Aber zackig. Sonst werde ich noch müder. Was tut Dinom da? Er klaut sich Stahl? Warum klaust du dir Stahl, Dinom? Was machst du mit dem Stahl? Warum arbeitet der eigentlich nicht? Der chillt hier einfach nur und arbeitet nicht. Aber was macht Dino mit dem Stahl? Er baut eine Transportkapsel. Aber jetzt macht er ja alles andere. Weil der kann ja alles. Aber der soll ja nur hier den Quarry machen. Bevor der noch auf die Idee kommt, hier was anderes zu machen, ist er jetzt auf den Quarry beschränkt. Und der ist jetzt auch auf dem Quarry beschränkt. Und der baut viel schneller ab. So wollte ich das sehen. Komm mal hier mit den Steinen nicht hinterher. Wer zur Hölle ist Tim? Tim ist gestorben. Das letzte Ereignis im Leben von Tim. Tim starb. Weiterlesen. Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier jetzt los? Hä, was ist... Was ist hier passiert? Was hat das hier mit Tim zu tun? Und wer, was, hä? Warum liegt jetzt hier auf, also es gab eben einen Namen. Ein Menschenjäger. Was ist denn hier mit dem Viech? Was ist denn das überhaupt?
Also wenn ich das gerade richtig verstanden habe, dann war Tim besessen von so einem Viech. Aber wer war Tim überhaupt? Wer war Tim? Warte, wir hatten doch mal irgendwann einen neuen Benutzer bekommen, ne? Guck mal, wir können den sogar retten. Komm, wir retten ihn. Nee, ich kann ihn nicht retten. Ich will ihn retten. Warum kann ich ihn nicht retten? Wirbelsäule zerstört. Kaputtes Huhn mit Wirbelsäule ist Kacke. Aber wer ist jetzt Tim? Tim, also ich, wenn ich mich recht erinnere, war Tim einer der... Wir hatten ja irgendwann mal, dass ein Wanderer uns joint. Kann es sein, dass das Tim war und er war halt die ganze Zeit besessen. Ich hätte natürlich jetzt gerne noch in Tims Ding geguckt, ob man das vielleicht irgendwo sehen konnte. Aber das konnte ich jetzt gar nicht machen. Dann geben wir ihnen den Rest. Wobei, hier steht doch was. Logbuch. Also wenn ich das richtig verstanden, war das Viech in Tim. Und Tim ist dann gestorben und er ist rausgekommen, oder was? Keine Ahnung. Aber gut. Das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, wir finden irgendwann mal was, dass man die Viecher rausfinden kann. So einen Scanner bauen oder sowas. Naja. Bis dann. Ciao.